sowas weiter prügeln. Weiter, Alter, 3. Oh, Alter. Ich bin nicht schnell genug mit diesen Alt-Kombos. Wer hat sich denn diese Tastenkombination ausgedacht? Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. Und da vorne steht der Joker und wartet schon auf uns. Mal sehen, was er diesmal zu sagen hat. Warte mal einen verdammten Moment! Wenn Henry gegen die verrückte Clown-Krankheit nicht immun war, dann heißt das, es gibt gar kein Gegenmittel. Du hast den Burschen schuften lassen, obwohl er Barbara hätte retten können. Das war grausam, egoistisch und hatte schreckliche Folgen. Ach, wenn du es nur ernst meintest. Na los doch. Zeigen wir Gotham mal, wie ein wirklich dynamisches Duo aussieht. Ja, das werden wir dann wohl tun. Erstmal werden wir unseren kleinen Batman-Panzer mal aufrüsten mit einer neuen Sekundärwaffe. Oder einer weiteren, man weiß es nicht. Na, Überraschung hier draußen? Nein, 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 sag nicht, er ist weg. Er ist doch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Ich schicke Verstärkung. Findet ihn. Hey, guck an. Da vorne steht mein Batmobil, oder? Ne, da vorne ist was. Ach, das heißt ein... Lol, das ist eine Lampe, ein Schild, was blinkt. Gut. So. Hier muss ich jetzt mit dem Betty hin. Ein Bettmobil, mit dem Bettmobil. Aber das geht ja alles zum Glück über Fernbedienung. So, dann rüste mal auf, Junge. Diese unterirdischen Werkstätten. Wenn das bei meiner eigenen Karre zu Hause mal so gehen würde, ne? Winterreifen drauf, einfach kurz irgendwo hinfahren, unterirdisch. Zip, zip, zip. Fertig. Das wünscht sich doch jeder. Oder nicht? Oder wie, oder was? Der Waffengenerator Mark IV ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Achtung! Voll aufgeladene Waffensysteme verfügen über eine immense Zerstörungskraft. Das darfst du auch haben, ne? Alfred, der Cloudburst. Wie sieht's aus? Der Batwing hat seine Scans der Stadt noch nicht abgeschlossen, doch es gibt keine Spur davon. Gib sofort Bescheid, wenn du ihn hast. Natürlich. Es gibt zwei neue Entwicklungen, die ihre Aufmerksamkeit bedürfen. Erstens messe ich untypische seismische Aktivitäten auf Miagani. Zudem wollte ich Sie wissen lassen, dass ich Lucius seit langem nicht kontaktieren kann. Das ist sehr ungewöhnlich für Mr. Fox. Ein Besuch im Wayne Tower wäre angebracht, um zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Ein Freund in Not. Okay. Stimmt, wir müssen ja auch mal ein paar Nebenmissionen machen, nicht wahr? Die ganze Zeit schon wieder am Hauptmission machen. Die Leute, die sich jetzt hier auf die Nebenmissionen gefreut haben, die gehen jetzt gerade leer aus. Aber welche nehmen wir denn? Das ist natürlich jetzt die Frage. Gepanzert und gefährlich, Ausübung ihrer Pflichten. Ach, der Kanackentyp da. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir mal hier unseren Riddler... Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred und das macht ihn gefährlich. Womöglich ist die wahre Herausforderung, sein selbstherrliches Geschwätz zu ertragen. Sowieso. Gucken wir mal, was er für uns vorbereitet hat. Aber ich hoffe nicht, dass das 243 Nebenmissionen bei dem sind. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Also nicht auf 243. Scarecrow mag seine kleinen Ansprachen. Ich wusste ja gar nicht, wie komplex das Thema aus doch ist. Bam, bam, als ob ich Raketenzünder da hinten. Ist es das, was ich glaube? Ist es
Warte mal, ich könnte da helfen. Ach, das ist dieses Entschärfungsscheißzeug. Oh nö, die Bomben lasse ich liegen. Sind doch gleich da. Das macht definitiv mehr Spaß als Mine Korak zu räumen. So viel ist sicher. Die Vorrunde ist vorbei, dunkler Ritter. Ich hoffe, du verstehst das. Hätte ich es gewollt, wärst du schon gescheitert, bevor du die allererste Hürde überhaupt verstanden hättest. Aber nein, nein, nein. Ich wollte, dass dir das volle Ausmaß meiner Brillanz klar wird. Verstehst du? Um meine Überlegenheit zu würdigen. Aber nun, tja, ich werde es dir nicht mehr so leicht machen. Na denn, zeig mal, was du zu bieten hast. Oh, diese ewigen Fahrstuhlfahrten. Oh, schon wieder ein Rennen, oder? Die nächste Rennstrecke, Detektiv. Aber bitte, lass deinen Geist bloß nicht von ihren Eigenheiten brechen. No, wollen wir anfangen? Nein, dunkler Ritter, du verlierst keinesfalls das letzte Stück Bezug zur Wirklichkeit. Du betrittst lediglich eine von mir geschaffene, schöne neue Welt. Oh mein Gott. Ich beherrsche sie. Du kannst ja beherrschen, was du willst. Hey. Solange ich hier irgendwie... Die Decke gibt einen Druck von 300 Fledertonnen aus, Detektiv. Fledertonnen. Ich habe diese Maßeinheit selbst erfunden. Wieder. Was ist denn für eine Strecke hier? Der Kurs liegt in der Kanalisation, Detektiv. Du brauchst vielleicht den einen Vorteil. Hey. Gleichzeitig auf eine irgendwelche Punkte. Schon geschafft. Was? Mehrere Runden von fahren? Das ist doch scheiße. Ich bin doch hier nicht, um Need for Speed zu spielen. Vorsichtig, Batman. Naja. Du hast dir bestimmt nicht die Mühe gemacht, das Ding im richtigen Schwarzton zu lackieren und Kratzer reinzumachen. Versuch, der sinkende Decke aufzuhalten. Meine Fresse, ich hab die Sounds auch so laut, dass ich mich gerade so verjagt habe. Eine Sekunde zu früh und schon was du platt gemacht hier. Schon bemerkt, Batman? Die Mauer der Unvermeidbarkeit nähert sich schnell. Ja, warum Need for Speed kaufen, wenn man das bei Batman gratis kriegt? Okay, bloß ein Fahrzeug, aber... 500 Fledertonnen zu trocken. Oh. Weißt du, ich glaube, die Reifen an diesem Ding sind genauso dick wie dein Dickschädel. Klaustrophobisches Gefühl. Mach dich bereit für die letzte Runde. Für die letzte. Best passendes Ende für dich, Detektiv. Als Schmutzfleck auf dem Boden. Detektiv, du berechnest die Kurven falsch, schleuderst auf dich ran. Alter, ich bin doch... Vorsicht, hey. Detektiv! Hey. Der Wagen soll noch fahren, wenn ich mit dir fertig bin. Habt ihr das gesehen? Voll in der Luft abgewirbelt! Jetzt müsste ich doch durch sein, oder? Noch nicht? Schade. Und jetzt! 1000 Fledertonnen Druck!
eine Runde wäre dein Ende, dunkler Ritter. Und ich will den Spaß einfach noch nicht enden lassen. Aha. Dein nächster Schlüssel wartet. Der Schlüssel wartet. Oh, fein. Der spaßige Teil. Ach Gottchen, die ist ja immer noch hier. Ha. Nochmal umgucken. Okay. Welcher Schrank, Kätzchen? Kätzchen. Und los geht's. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst also wirklich einfache Anweisungen befolgen. Das war schon wieder. Die darf ja ewig warten. Wieder weg, bitte. Hat gereicht. Ich muss schon sagen, dunkler Ritter, deine Mühsalen übertreffen meine zugegebenermaßen niedrigen Erwartungen. Ich bin beeindruckt. So fühlten sich wohl Naturforscher, als sie Schimpansen zum ersten Mal haben Werkzeug verwenden sehen. Wusstest du, Detektiv, dass die schlauesten Affen einfachen Anweisungen folgen können? Es ist wahr. Versuchen wir es mal, ja? Gehe zum Gotham Casino für deinen nächsten Test und es gibt eine Banane. Zum Casino. Oh. Was war das? Zum Gotham Casino werde ich aber nicht gehen. Nebenziel, ein Hauptziel. Ich denke, damit kommen wir ganz gut klar. Und auch zeitlich. Ich werde die seismische Aktivität auf Niagarni Island untersuchen. Ich fürchte, es sind keine guten Nachrichten, Sir. Wie alles heute Nacht. Oh, Scheiße! Jetzt? Schon da? Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Oh. Wir haben bei den Botanis, wir haben drei Drohnen verloren. Sie konnte es nicht lassen. Schickt Diamondbacks und schon Rattler. Macht sie kalt! Ups. Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Ah ja. Arbeite mit Ivy zusammen, um den Angriff der Milizkräfte auf die Botanischen Gärten zurückzuziehen. Oh, Alter. Ich muss bleiben. Lass mich in Ruhe. Doch mal ab, wie viele kommen denn da schon wieder? Nichts hält mich auf. Ich werde hier nicht wieder verlieren. Ja, ich auch nicht. Genau, das werden sie nicht. Rattler offline.
Scheiße, die habe ich abgekriegt. Vorsicht, Stacheln! Ups, hier steht einer. Was ist hier unter Kontrolle, Mann? Direkter Treffer, hier! Wie viele kommen denn da, Alter? Es ist doch nicht wahr. Das ist wie das Spielzeugfabrik hier. Das war's jetzt. Slow Motion. Die Drohnen sind zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Ich hab Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Ach so schnell. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Ach so, eben. Ach du Heiliger. Eben war sie noch bereit, versteht ihr, Leute? Und jetzt? Was ist der denn? Warum dreht er sich im Kreis, der Arsch? Batman ist hier. Ja, genau. Batman ist hier. Umzingelt ihn, vermarkt ihn. Ach so, alle drei. Hier gegen die Wände. Ist mir auch völlig egal. Drei Cobras im Einsatz. Könnte auch meinetwegen zu fünft im Einsatz sein. Au. Oh. Gesehen hat er mich jetzt nicht, glaube ich. Fupp. Ich musste mal ganz kurz ausweichen. Es war zwar nicht elegant, aber schnell. Ja, was zum Teufel treibt der? Rundum scan, Sergeant. Jetzt. Jetzt. Cobra-Drohne verloren. Oh, du lockst mich nicht daraus, nein, Batman. Den brauch ich auch nicht. Du fährst ja vor mir her wie so ein Affe. Deine Zeit ist abgelaufen. Ach, der ist über mir. Okay. Fährst du lang? Nicht hier, nee. Hier ist nichts. Setze Drohnenpatrouille fort. Seien Sie gründlich, Commander. Machen Sie keine Fehler. Genau, mach keine Fehler. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Ich kann ihn nicht stoppen. Müssen Sie auch nicht. Wie? Der guckt gerade auf mich. Hallo. Bitte. Ah, schön da langfahren. Und der letzte. Na komm. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren, und zwar alles.
Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Das ist hier zu gefährlich für sie. Nimm Poison Ivy. Muss ich jetzt auch fahren? Anscheinend. Jetzt habe ich ganz kurz gebrannt, ne? Ich bin enttäuscht, Poison Ivy. Du hättest ein Gotham haben können, in dem die Menschen in Furcht leben. Hast aber stattdessen diese absurde Allianz gewählt. Du bist immun gegen mein Täuschen. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss da mit dem Auto hin. Boah, doch. Wo willst du hin, wenn wir unseren Hund legen? Und zwar über die Hauptkreuzung hier, oder was? Schön braun werden. Kann ja hier nicht passieren. Ne, das ist hier oben irgendwo. Da muss ich hin. Aha. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Oh je. Ivy, runter! Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Willkommen in Gotham, der Stadt der Angst. Sir, eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred, es ist übel. Und Sir, das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stagg. Er hat den Cloudburst entwickelt, dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Okay. Ich denke, das lassen wir jetzt nicht so einfach auf uns sitzen und begeben uns wenigstens noch zu Simon Stagg. Machen wir die Folge hier halt ein bisschen länger. Aber Alter, wie der hier echt alles. Und die Schreie. Wenn ich da unten reinfall, bin ich tot. Bestimmt.
Zum Glück gibt es ja Brücken und Kräne, wo wir uns schön langhangeln können. Lalalala. Boah, 700 Meter. Der Weg wird irgendwie nicht kürzer. Wie facettenreich diese Stadt doch ist. Da ist es dunkel, etwas heller, wieder dunkel, wieder etwas heller und dunkel. Guck mal, hier waren wir schon mal. Könnt ihr euch erinnern? Hat hier einer einen Elektrohelm oder was? So, weiter prügeln, 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 prügeln. Alt und drei, alt und. Oh, da drückst du wieder eine Sekunde zu spät, ne? Also bin ich jetzt gerade ein bisschen außer Form oder? Time ich das einfach nur übel schlecht gerade. Oh, ey. Alter. Er sieht aus wie einer von Crysis. Nein. So, das war mein Pulsgerät, was so gepiept hat. Leute, dein Tod war unumgänglich, fürchte ich. Wie sieht er denn aus? Eine statistische Gewissheit. Ja, also das muss mir ja immer passieren. Es ist einfach so. Ich kann das mit dem Prügeln anscheinend nicht. Es ist dämlich. Diese behinderten Typen gehen mir da ja auch einfach auf den Sack. Gleich als allererstes diesen kleinen behinderten Apotheker-Fuzzi hier oder der Arztverschnitt. Seh zu, dass du den kalt machst. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern. Und das sogar fast in Ruhe. Wenn wir noch unseren Schildtypen hier fertig kriegen. Los, weiter prügeln, weiter, alt und rein. Oh, Alter. Ich bin nicht schnell genug mit diesen Alt-Kombos. Wer hat sich denn diese Tastenkombination ausgedacht? Das Batmobil wurde von Cloudburst außer Gefecht gesetzt. Das wollte ich auch nicht rufen. Alter. Mach ihn jetzt echt fertig, damit ich den hier... Ist jetzt hier Ende. Danke. Ich dachte schon, ich muss noch mal ran. So, jetzt aber ab. Was? Sieh dir den an. Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Hab ich die jetzt verletzt? Oh oh. Joker nimmt immer mehr Einfluss. Hallo? Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ach, jetzt muss ich das wieder synthesizen oder macht das selber diesmal?
mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Ich hab so viel Geld, nicht mal Batman kann uns auf. Müsste gehen, glaube ich. Piep, piep, piep. Perfekt. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Stimmsynthesizer, do Simon your thing. Öffnen. Was wären wir nur ohne das ganze Spielzeug? Stack ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Oh Gott. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Stack kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hat Stack nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudburst, ja. Irgendwie schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Ich bin sicher, dass der Roboterarm abgestellt ist. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killer-Trupp hast du nicht verstanden? Oh, ich töte den alten Sack, mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, wenn ich das sagen hätte. Tja, hast du aber nicht. Jetzt mach deinen verdammten Job. Sonst wird der nächste Killer-Trupp auf uns angesetzt. Was ist das für ein Ding? Warte mal. Ich will diese Drohnen. Ich will es doch gar nicht blenden. Umgekehrtes Ausschalten? Ui. Was zum Teufel? Ich brauche hier drüben einen Sunny! Wir brauchen den Sunny! Ich habe ihn! Festmann! Meine Position! Ihr geht aber auf! Fuck ihn! Ui, okay, so geht's natürlich wieder auch. Ja, die leichte und leise Lösung habe ich wahrscheinlich wieder verbockt. Aber die ist ja langweilig. Ui. Okay, ich geh doch lieber nach unten. Jetzt zieh dich hoch, findet ihn! Er ist da drüben, komm schon! Granate! Ich hatte ihn! Bleib wachsam, achtet auf die toten Winkel. Da unten ist noch einer, oder? Und wieder weg. Und wieder weg. Gut. Also es waren angeblich 8 Gegner. Jetzt habe ich hier... Hat Multi-Angst-Ausschalten aktiviert, oder nicht? Wie die schießen. Warum seht ihr mich überhaupt noch? So. Lalala. Kommt er jetzt hier lang oder eher nicht? Ne, er rennt da hinten lang. Er ist hier lang! Ein bisschen Power habe ich noch, aber nur ein bisschen.
Ja. So, die anderen sollten jetzt ja nicht mehr das Problem sein. Die gucken nämlich immer noch so behindert nach da oben. Mal sehen, ob er okay ist. Naja, machen wir. Rennt da mal hin. So, Multi-Angst ausschalten, ja? Jetzt funktioniert das ja auch. Ist hier jetzt noch einer? Es ist zu spät, Batman. Ich habe bereits den Cloudburst. Stag kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn, schmeißt diesen alten Sack aus seinem Zeppelin. Hm. Gut, ich glaube, ich muss einfach nur... Wo bin ich denn reingekommen? Ja, ich muss hier durch. Ich hab keine Angst, du Freak! Zum Fortfahren bereich sich... hier lebt immer noch einer. 8 Stück, hat er gesagt. 8 Stück. Okay, warte, wo ist er? Oh Gott. Gotham hat an dich geglaubt. Du hast die Menschen im Glauben gelassen, dass es immer Hoffnung gebe. Egal wie hoffnungslos ihre Situation auch scheint. Du hast gelogen. So. Ich habe noch Stags Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Am Container. Sergeant, das Biolabor-Team wurde ausgeschaltet. Wir setzen Serpentron an allen Ausgängen ein. Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich in Position. Hm. Welchen Dingens meint er jetzt? Der meint jetzt nicht die... Damit jetzt nicht diesen Container hier. Okay, oder? Stag. Doch. Wo versteckst du dich? Im Container vielleicht? Ich soll ihn jetzt mittels seiner Fingerabdrücke ausfindig machen. Achso. Stag muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Halt, die haben mir gerade aufgehört. Nee, da sind sie. Ach, die gehen hier weiter. Hier. Wie weit hat er sich denn verkrochen? Ach Gottchen. Da ist noch was drin. Ach ne. Ja. Verstorben. Der wird in so einer Kryostase-Dings sein. Hier wollte er auch erst rein, oder was? Hm. Was ist hier denn hier überall dran? Da unten ist er drin. Der kleine Sack. Ach so, das geht nur im Detektivmodus. Raus mit dir! Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur. Rein hier.
Haben wir da den richtigen Adapter für in unserem Batmobil, Batman? Meine ist ja nicht so, ne, wie eine Kerze. Wie eine Zündkerze. Alfred, Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Genau. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Das sagt er öfter, glaube ich. Gut. Als nächstes werden wir also unser Batmobil mit der Nimbus-Zelle wieder in Gang setzen. Ich hoffe, das klappt soweit. Ja, ansonsten soll es für diese Folge auch erstmal wieder gewesen sein. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, ihr könnt mir das entschuldigen, aber vorhin wollte ich noch nicht abrupt schon cutten. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Ja, ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch beim nächsten Mal. Und ansonsten wünsche ich euch was. Euer Gunshot.